wunderschönen guten Morgen. Ich bin in Valladolid und ich treffe jetzt auf eine Frau von Renault, die wird mir die Stadt zeigen. Und ich weiß nicht, was heute ansteht. Ich lasse mich mal überraschen. Ich bin hier in der Innenstadt und Twizy steht da. Also ich weiß gar nicht, was heute stattfindet, aber ja, es ist, ich denke mal, 11 Uhr ungefähr. Und ja, mal sehen, was die sich ausgedacht haben. Stadtführung zu Ende, war super interessant, wie das immer so ist. Sehr viel Wissen, sehr viel Information. Aber ich bin ganz beeindruckt, also von der Stadt, von der Architektur, unglaublich. Also kulturell auf jeden Fall ein Highlight hier auf meiner Reise bisher, weil ja, ich doch dann nicht so tief eingestiegen bin und auch keinen Touristenführer hatte und so weiter. Mich doch nicht so viel interessiert hatte natürlich, weil das Fahren immer anstand. Ich habe es aber gerade vernommen, und ich werde nachher noch mal ins Nationalmuseum gehen, und habe gerade vernommen, dass die Twizys hier aufgrund dieser der Relevanz der Twizy-Produktion hier in Valladolid gratis parken dürfen. Noch mal ein paar Churros essen, Tapas essen. Also absolut schön die Stadt, und ja, das steht heute noch auf dem Plan. Ich freue mich. Und ach so, ja, zur Produktionsbesichtigung des Twizy, das wird leider nichts, aber ich bin ja auch nicht wegen der Produktionsbesichtigung nach Valladolid gekommen. Das war, die Stadt für mich ist ja eher symbolisch, und genau, ich genieße die Zeit jetzt hier noch, fahre morgen wieder zurück, und ja, bin gerade sehr entspannt. Also das läuft alles sehr gut und dementsprechend auch nicht enttäuscht, dass das jetzt nicht klappt. Ich hatte da keine Erwartungen an eine Produktionsbesichtigung. Ja. Also, ich melde mich nachher wieder, und jetzt geht's erstmal wieder zurück zu Renault. Cruising durch Valladolid. Für alle, die es interessiert, einfach mal ein bisschen fahren. Was hier so komisch im Hintergrund klimpert und knirscht, das sind die Fensterscheiben. Das ist Twizy. Ich habe bisher übrigens noch keinen einzigen Twizy gesehen. Vielleicht sehen wir jetzt welche. Danke dir, Florian, übrigens nochmal. Wenn du das jetzt siehst, danke dir. Du weißt ganz genau, warum ich dir jetzt danke. Aber dank dir habe ich jetzt mehr Spaß in der Stadt.